Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension zu einem ganz, ganz besonderen Buch. Und zwar Widerklang deines Herzens. Erstmal guckt euch dieses Buch an. Es ist echt wunderschön. Ich finde es so, so wunderschön. Ich habe das Buch von der Autorin bekommen. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Und ja, ich würde sagen, ich erzähle euch einfach mal, worum es geht. Es geht um Lea und ja, Lea hat einen riesengroßen Traum. Sie möchte nämlich an eine ganz spezielle Schule und sie ist Balletttänzerin und sie trainiert dafür sehr, sehr hart und ja, das ist quasi so ihr größter Traum. Sie tut alles, um das zu erreichen und wir haben einen anderen Protagonisten, das ist nämlich John und John ist, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Cello, ist das dann ein Cellist? Jeden Fall ein Mann, der Cello spielt, wie auch immer man das sagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und auch er hat einen großen Traum. Eigentlich ist es ein ähnlicher Traum, wie Lea ihn hat. Und ja, die beiden treffen aufeinander und ja, es dauert gar nicht lange und die beiden werden ziemlich, ziemlich gute Freunde und sie sind unzertrennlich und ja, aber sie sind natürlich nur Freunde. Ich würde einfach mal sagen, so, das ist unser Ausgangspunkt, dass die beiden nur Freunde sind. Ich möchte euch nicht zu viel verraten. Lea hat einen Freund, John hat keine Freundin. Er liebt sein Cello über alles und ja, das ist so, ich sag mal so ganz grob gesagt, die Geschichte, worum es wirklich richtig grob geht, weil ich finde, dieses Buch kann man so schwer zusammenfassen, weil es sehr facettenreich ist. Es ist voller, wie soll ich das sagen? Es passiert sehr, sehr viel in dem Buch. Und ja, meine Meinung dazu, kommen wir erstmal zum Schreibstil. Ich finde den Schreibstil unglaublich flüssig. Das Buch lässt sich so, so gut lesen. Und dann hat der Schreibstil für mich persönlich etwas ganz Besonderes gehabt. Er war emotional, aber nicht zu emotional. Also er war nicht so emotional wie, keine Ahnung, also das war so ein Buch, man war oft kurz vorm Weinen, man hatte die Tränen, die standen schon in den Augen, aber sie sind nicht rausgekommen. Sowas war das. Also dieses Buch hat einen mit seinem Schreibstil und allgemein mit den Gefühlen, die hier transportiert werden, immer an die Schwelle des Heulens gebracht und das war so, so schlimm. Aber was ich halt super fand, ich fand es einfach mega, weil es war so krass, hat solche Gefühle in mir hervorgehoben, dieses Buch, so, ja, wie halt auch Colleen Hoover und so das immer schafft. Es war einfach so, ja, es ging mir richtig unter die Haut. Ich kann euch nicht sagen, warum, es war einfach so, es ging mir unter die Haut. Die Charaktere gingen mir unter die Haut, denen ihre Geschichte ging mir absolut unter die Haut und ich habe die ganze Zeit so mitgefühlt mit den Charakteren. Ich muss sagen, unseren männlichen Protagonisten John, ich habe mein Herz an ihn verloren. Er ist so wundervoll. Er ist, ob man es glaubt oder nicht, kein Bad Boy. Im Gegenteil, ich finde, er ist eher so ein Good Guy. Aber er ist nicht langweilig. Er ist unglaublich. Er ist einfühlsam. Er ist liebevoll und ja, man kann ihn gar nicht beschreiben, weil er so toll ist. Er kümmert sich um andere. Vor allem, er kümmert sich um Lea. Und ja, man hatte einfach die ganze Zeit das Gefühl, man wird so richtig geliebt und ich habe die Kapitel aus seiner Sicht absolut vergöttert. Ja, also die Kapitel spielen halt aus der Sicht von Lea und von John abwechselnd, beziehungsweise ich glaube noch nicht mal immer abwechselnd. Manchmal waren es halt auch zwei Lea oder zwei John-Kapitel, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe Johns Kapitel geliebt, weil er einfach so tiefgründig war. Ich fand ihn unglaublich, wirklich. Ich mochte die Geschichte so gerne. Ich habe sie richtig in mein Herz geschlossen und ich habe diese Geschichte wirklich durchgesuchtet. Ich habe an einem Morgen angefangen. Ich wollte eigentlich nur so mal so ein Kapitel lesen, so reinlesen. Ich kannte ja die Leseprobe schon und wollte da halt mal weiterlesen. So, und dann war ich auf einmal, ich weiß nicht, bei Seite 100 und dann habe ich abends weitergelesen und habe mir so gedacht, ja komm, liest du mal so 50 Seiten und dann habe ich das Buch einfach beendet. Und es hat 360 Seiten knapp und ich habe einfach die ganze Zeit so mitgefiebert, weil dieses Buch hat auf jeden Fall schon so ein bisschen hin und her. Gerade wenn alles gut wird, passiert wieder irgendwas und du denkst dir so, nein, nicht schon wieder. Aber mir kam es bei diesem Buch nicht nervig vor. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich das bei vielen Büchern genervt hätte, weil eigentlich mag ich so ein Hin und Her. Ich meine,
After Passion habe ich geliebt und das ist auch hin und her. Das ist der Inbegriff von hin und her. Aber es gibt viele Bücher, da mag ich das überhaupt nicht, weil ich mir dann denke so, oh mein Gott, komm auf den Punkt. Aber hier war das überhaupt nicht so. Im Gegenteil, mein Herz ist jedes Mal gebrochen. Es wurde zwar auch jedes Mal wieder zusammengesetzt, aber es wurde jedes Mal gebrochen. Und dieses Buch war einfach so toll. Es hat mir so viel gegeben und so viel Lesespaß gemacht. Wie gesagt, es war viel hin und her und was war denn noch? Irgendwas war noch, was mich einmal gestört hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Keine Ahnung, es war wahrscheinlich nicht schwerwiegend, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Es war wirklich viel hin und her, das ist mir schon aufgefallen. Aber wie gesagt, es hat mich keineswegs gestört. Im Gegenteil, weil es war nicht so dieses kindische und kitschige hin und her oder sonst was. Es war so ein realistisches hin und her. So nach dem Motto, ja, das Schicksal schlägt mal wieder richtig in die... ihr wisst, was ich sagen möchte. Und aber wie gesagt, mein Herz wurde ganz oft gebrochen und auch wieder oft zusammengesetzt und ich mochte die Charaktere, vor allem John. Ach, ich habe John geliebt. Lea auch. Lea war mir manchmal ein bisschen zu starrsinnig. Das war das. Die war so... Die hat sich so richtig auf was verklemmt. Ich konnte verstehen, warum sie das getan hat, aber es hat mich trotzdem genervt, wo ich mir so gedacht habe, oh nein, tu das jetzt nicht, komm, sei doch mal ein bisschen lockerer, sei mal ein bisschen... lieber. Aber sie hat es trotzdem getan. Also genau, das war das, was ich gerade meinte. Sie war mir ein bisschen manchmal zu starrsinnig. Ich hätte sie mir manchmal schon so ein bisschen ja nachgiebiger gewünscht. Aber es hat der Geschichte keinen Abbruch getan. Es war wirklich eine richtig tolle Liebesgeschichte, eine richtige Herzensgeschichte, eine Geschichte, die unter die Haut geht mit einem wundervollen Schreibstil und ich kann sie euch auf jeden Fall allen empfehlen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da von der Autorin noch kommt. Ich werde mir auch Augenblicke für die Ewigkeit, was von ihr schon erschienen ist, auf jeden Fall besorgen, weil ich möchte unbedingt mehr von ihr lesen, weil sie hat mich mit diesem Buch so gecatcht, obwohl das Buch nicht perfekt ist, ist es perfekt. Also ich kann es nicht beschreiben. Es ist so unperfekt perfekt, so ganz komisch. Also ich fand es einfach klasse und es hat mich von vorne bis hinten einfach unterhalten. Es war keine Langeweile. Es war immer, ja, Entspannung und es war einfach cool und ich freue mich so, dass ich es lesen durfte. Und das soll es auch schon gewesen sein mit meiner Rezension. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch kennt. Wenn nicht, schaut es euch super, super gerne an. Ich werde es euch unten mal verlinken, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!